Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Luminosity. Oder? Lumina? Lumino. Ich muss jetzt mal schauen. Wir haben das letzte Mal gesehen, ich brauche so komische Drehscheiben. Und hier geht's in den Keller. Und wir suchen jetzt diese Scheiben. Oh, Miez. Überall sind Miezis hier bei ihr. Ah, das sind hier so Clockwork-Dinger. Ah. Aha. Ah, okay, ich muss erstmal. Ah ja, damit ich das. Okay, also ich brauche auf jeden Fall das hier, dann geht da irgendwie der Motor an. Und da muss ich jetzt auf jeden Fall hier mal schauen, dass ich die Dinger betreibe. Da haben wir so große und kleine. Das hält da nicht. Okay, das vielleicht. Nein, dann ist das da vielleicht falsch, okay. Mal so ein mittleres hier so. Okay, das hält da auch nicht so. Nee. Ja, hier? Nein. So ein ganz großes? Nee, das kann auch nicht sein. Das, also ein ganz großes kann. Nein, da auch nicht. Da, okay, das passt schon mal. Wir fangen mal von der Seite aus an. Das passt nicht, das passt nicht. Das passt auch nicht. Das passt. Dann, das passt auch nicht. Wir machen das einfach so von der Seite aus hier. Das passt. Und dann noch so ein kleines. Nee, das ist Quatsch. Das hier. Das passt auch. Und so ein kleines. Das passt nicht. Der hier vielleicht. Nein, das passt auch nicht. Gut, vielleicht passen manche auch einfach gar nicht. Könnte natürlich auch sein. Hm. Aha, okay. Ah ja, das geht also. Müssen sich denn alle drehen? Nummer 4, Nummer 5. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie einen Hinweis, wie sich das drehen muss, oder? Kann ich mal danach schauen? The Manual, Sketches. Ugh. Oh Gott. Was, oh, was es da alles gibt für Sachen hier. Ah, warte mal, vielleicht kann ich da. Vielleicht steht da. Nee, da steht auch keine Seite, wo ich nachschauen könnte. Ich verstehe, okay. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 2. Achso, hat es vielleicht tatsächlich. Nummer 1, Nummer 1. Oh, das ist Größe. Größe 4. Ja, das ist die Größe, alles klar. Ach, das dreht sich? Nee, ich hab's noch nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt. So. Okay. Und jetzt? Nee, die müssen doch sicherlich alle. Die müssen doch sicherlich alle irgendwo. Okay, was bedeutet denn das da mit dem Rot? Wie ist es denn vorher? Wie war es denn vorher? Ah, da war es so. Okay, dann muss ich wahrscheinlich das ganz voll rot haben, oder? Dann wird der schon stimmen, oder? Kommt da vielleicht doch der Sechser hin? Nee, das geht nicht. Okay, also er. Das steht auf jeden Fall da. Der passt da nicht. Der passt da auch nicht. Der Vierer passt da. Ah, da geht's ganz langsam, okay. Aha. Bin noch nicht sicher, was das bringt. Da geht's dann in die andere Richtung. Nein. Das könnte stimmen, aber nicht mit dem da unten, sondern nur. Aha, okay. Ja. Nein. Nein, nein. Okay, jetzt drehen sich zwar alle, aber ich glaube, man muss alle verbaut haben, oder?
Aha, jetzt haben wir schon drei. Und es rattert schon ganz schön los. Auf halbe Energie. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das, was ich jetzt hier gemacht habe, aber wir schauen mal, ob sich jetzt da draußen schon was getan hat. Vielleicht tut sich jetzt hier schon was. Vielleicht ist das ja der Schaltkasten dafür. Nein? Ah, ich dachte, ich hätte da unten jetzt vielleicht irgendwie was bewegt. Dass ich... Wir gucken mal, ob wir da noch irgendwo anders hinkommen. Oh, hallo, wie kann ich dir helfen? Oh, was hast du denn? Ja, ich habe Fisch, aber keine Chips, also keine Pommes. Ah, ich habe euch ganz viele Kartoffeln, habe ich. Aber ich könnte ja gerne Fisch ohne Chips geben, also ohne Pommes. Ah. Not right at all. Nee, ist nicht okay. Nee, also. Sie hat überhaupt nichts für mich. Fish and Chips, not Fish or Chips. Ja, ja, okay, also gib mir gar nichts, weil... Es heißt nicht Chips oder Fisch, sondern... Also Pommes mit Chips mit Pommes oder Fischstäbchen. Ha. Not then, what are you talking about? Achso, die reden hier über die Stadt. Die Stadt ist so groß geworden, ja. Nicht so groß, aber ich würde sagen schon... Schon ziemlich groß. Ja, jetzt denken sie drüber nach, wie klein ihr Haus damals war. Okay, was bringt mir das denn jetzt? Ich da war jetzt feste Überzeugung, dass ich hier wirklich so ein... Das Ding hier verschieben kann oder so. Nee, kann ich aber nicht. Und das ist verbunden mit dem Haus da oben. Ah ja, das ist dieser... Das ist tatsächlich dieser Tunnel. Mhm, okay. Gut, also wir müssen da rein und da nochmal das Rätsel lösen. Ich dachte ja, dass ich vielleicht in meinem Handbuch dazu eine Anleitung habe, die mir dann irgendwie weiterhilft. Aber die Katzen haben hier irgendwie einen Weg gefunden, sagt sie. Was sagt sie noch so? Bla bla. Genau. Something to do with the bandstand and clockworks. Ist jetzt nie rausgefunden. Mhm. Vielleicht können mir die Katze helfen. Nee, können sie mir auch nicht, ha? Okay, ich glaube, ich muss sie tatsächlich alle zum Laufen kriegen, damit hier was geht. Aber das sieht so schon so gut aus. Okay, also das muss schon... Der hier muss laufen. Der muss möglichst schnell laufen. Und wird angetrieben von wo? Oder drehen die sich alle? Da bin ich jetzt noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz dahinter gestiegen. In diese Richtung dreht sich es jetzt. Dreht sich es gar nicht mehr. Das ist auch nicht so optimal. Also ich glaube, ich hatte das schon ziemlich gut, oder? Aber ich bin nicht sicher. Erzert! Oh! Oh! Jetzt läuft es aber schnell. Das sieht doch gut aus. Aber ich glaube, ich muss es trotzdem voll haben. Ja, okay, okay, okay. Und? Und? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das Ding jetzt steuern können. Ah, sie hat vergessen, wer sie ist, und zwar die Enkelin von dem großen Mechaniker. Okay. Aha.
Okay, nein, okay, wir schauen mal. Das muss ich so drehen, dass die rote Platte hier unten ist. Das war eigentlich schon richtig. Ah, nee, dann hätte ich da. Bitte brauche ich ja nur noch so drehen. Ich könnte es auch wieder so zurückdrehen. So, okay, so passt das schon. Genau, dann haben wir den hier so. Wir nehmen mal an, jetzt diese Seite hier so ist das hier, ne? Also brauchen wir jetzt unter uns. Nein, wir brauchen unter uns blau. Den hier. Und da unten muss rot sein. Also da gibt es dann die beiden. Er muss ja passen. Nein? Warum denn nicht? Ach, weil der... Ah. Hat das was irgendwie mit dem Eingang hier zu tun? Dass dieses Ding hier in der richtigen Position sein muss? Wenn wir es so rumdrehen, dreht sich das mit. Es kommt immer bei derselben... beim selben Punkt an. Aha. Und, aber wieso? Ja, ja, das dreht sich immer. Das dreht sich immer zum gleichen. Ah, nee, das muss zur Treppe zeigen. Jetzt, ich verstehe. Nein, zu der Treppe, ne? Und das ist der Weg. Ja, ja, okay. Aber doch, dann. Nee, dann habe ich's. Warte mal, so geht die Treppe. Und da geht's dahin. Doch, da habe ich ja richtig gemacht, oder? Wir orientieren uns jetzt nochmal hier an der Seite, okay? Da oben muss das Blaue sein. Da drunter das Grüne. Blau, Grün. So, das ist das Unterste. Und dann muss daher kommen das Orangene. Also so, Orange trifft Blau, Grün. Aha. Ja, das sieht... Nee, doch, ja, das sieht gut aus. Alles klar. Und da muss jetzt... Da muss jetzt das... Dann stimmt's doch so. Ja. Oh, ah, oh la la. Oh, wir kommen in die Stadt. Uiuiuiuiui. Ui, ui. Bin ja gespannt, ob wir in der Stadt weitere Infos zu unserem OP herausfinden. Das heißt, die sind von hier noch nie... Oh. Aber er scheint ja entführt worden zu sein oder so, oder... Eieieiei. Da blinkt irgendwas rot. Ich weiß nicht, ob das so... Da müssen wir auf jeden Fall durch irgendwie. Hallo? Wir klingeln mal. Guten Tag? Oh Gott. Ach, weil es eine Fotokamera ist, deswegen. Ich verstehe. Wir schauen da mal rein. Oh, meine schönen Fotografien. Meine schönen Fotografien. Ach so, jemand hat den Platz, den seine Wohnung hier verwüstet. Oh, guck mal, so schöne Fotos. Da kommt der Mechaniker vorbei und dann trinkt er mit ihm. Nee, er wird dann Bauarbeiter oder was? Okay, ich hab's noch nicht so ganz. Ah, ist das der Opa? Ist das ihr Opa vielleicht? Kann das sein? Ah, ist eine Belichtungskamera. Okay, wir reden mal mit ihm. Hey, na, bist du okay? Ja, ich war's, bis ich zurückgekommen bin und das hier so vorgefunden habe. Hm. Fehlt denn irgendwas? Ja, er weiß es noch nicht. Er sortiert noch alles. Okay, er fängt auf jeden Fall denjenigen, er kriegt den, der es war. Ah ja, weil er hat Fotos gemacht. Ah ja, die müssen entwickelt werden. Aber zuerst meine Kunst. Okay, ah, okay. Er kann die Unordnung nicht ab. Deswegen muss er es erst sortieren. Dann entwickeln wir für ihn mal die Fotos und finden raus, wer da draußen eingebrochen hat, oder? Würde ich mal sagen. Okay. Was haben wir denn hier? Sind das die Brennweiten? Oder was? Wieso Schloss? Ah, das sind die verschiedenen Linsen. Ich bräuchte alles auf Rotlicht. So. Nee, Rotlicht. Was ist mit... Welches ist denn die Lampe da? Die. Ach, das Zurücksetzen. So, wir bräuchten die auf Rot.
Die auch auf Rot? Aha. Dann geht die... Was ist denn das hier eigentlich? So. Ah, da kann man das fixieren. Okay, das ist rot. So, und dann fixieren wir das um. Drücken da drauf. Nee. Dann macht er das jetzt anders hier, ne? Er schaltet immer die beiden in dieselbe Farbe. Und da schaltet er die beiden in dieselbe Farbe. Okay. Jo. Gut. Oh, da bin ich gespannt. Hat sie sich jetzt das Foto rausgeholt oder was hat sie gemacht? Ah ja, das ist hier... Okay, da brauchen wir erstmal die Flüssigkeit. Boah. Ah ja, die Labels sind runtergefallen. Wir müssen erst die Sachen wieder befestigen. Okay, oh Gott, wir probieren das mal. Wo könnte das denn hinpassen? Ja, das ist gut. Das könnte überall hinpassen. Vinyl, Apropylbutyriol. Nee, das muss auf jeden Fall auch hier in so ein Eck. So, wir machen das mal so, ganz in Ruhe. Terrasus. Was ist das? Aha. Okay, was haben wir da noch? So ein Barcode, okay. Ah, das gehört offensichtlich zu dem hier. Aber ob das da stimmt? Das gehört offensichtlich zu dem Barcode hier. Und das gehört dazu nicht, sondern gehört woanders hin. Und zwar gehört daher da das rein und das gehört zu dem. Und da drüber gehört das X. Okay. Und dieser gehört ganz woanders rein. Und der gehört hierzu. Und dann gehört das da drunter. Und das ist so ein weißes. Aber was soll denn das jetzt hier? Dieser Streifen, der könnte hier reinpassen. Ah ja, genau. Und das gehört dann runter und das auch. Und dann gehört das da oben drauf. Das ist ein total coole Rätsel, finde ich. Ich mag das, wenn sich die Spieleentwickler einfach nochmal so Sachen einfallen lassen. Das finde ich total faszinierend. Okay, aber da stimmt jetzt vorne und hinten irgendwas nicht. Damit komme ich noch nicht so ganz klar hier. Aber so. Ja, okay. Ach so, dann gehört das X... Nee. Oder doch? So. Nee, so muss das. Aber wie soll das gehen? Ah ja, klar, so. Gut. Ich hoffe, das hat gestimmt. Was nehmen wir jetzt zuerst? Woher weiß ich denn, wie viel wir wovon brauchen? Können wir da irgendwo nachgucken? Ist ja total kompliziert, ey. Bin ja gespannt. Machen wir in der nächsten Folge, ne? Bis gleich.